Ding Dong und ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Heute zocken wir hier den guten Pumping Simulator 2. Den ersten nie angezockt, aber wahrscheinlich müssen wir hier eine Tankstelle bewirten. Gehen wir bestimmt hin, oder? Safe haben wir nicht. Abfahrt. Tipps und Tricks schauen wir uns natürlich an. Sie können mehr Kraftstoff lagern, indem Sie Ihren Tankwagen aufrüsten. Gut, also upgraden ist natürlich auch immer Bestandteil. Polizisten können Drogen in den Regalen finden. Oh, Drogen können wir auch hier kaufen. Genau mein Lieblingsgame jetzt schon mal. Digga, sind wir hier bei GTA? Hier, schau mal da oben. Was haben wir denn da? Bei 5 Sternen kommt das Militär oder was? Also, Tutorial-Aufgaben. Überprüfe deine E-Mails. Checken wir mal. Oh, das sieht doch schon mal geil aus, ey. Mulle! Hallo Sohn, nach dem Tod deines Vaters konnte er nur noch sein Auto uns hinterlassen. Verkaufen Sie das Auto, verdienen Sie etwas Geld und suchen Sie sich einen Job. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Digga, die Mutter, die mich erstmal sieht, ey, läuft bei uns auf jeden Fall. So, verlassen Sie das Gebäude. Digga, diese Grafik ist aber auf jeden Fall Unreal Engine 12 hier. Nice, Digga. Okay, gehen wir raus. Bieten Sie das Familienauto zum Verkauf an. Bieten Sie Ihr Fahrzeug zum Verkauf an und warten Sie darauf, dass Leute kommen, um Ihr Fahrzeug zu kaufen. Okay, da hinten steht unser Fahrzeug. Sieht das zumindest nice aus. Nicer Scheiß. Digga, nices Ding hier, ey. So, schließen zuerst das Tutorial ab. Drücken Sie F, um zum Verkauf anzubieten. Was kriegen wir denn dafür? For sale? Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal die Leute vorbei und geiern sich das an. Digga, schaut euch mal die Grafik an, ey. Also wäre das in VR, wüsste ich nicht, was Realität und was Fake ist. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo, Digga, kommt einer aus den Bergen. Ist das der Yeti oder was? Digga, was hat der für Ohren? Der Verkäufer wartet. Okay, dann lass uns mal sprechen. Hallo, ich bin hier, um Ihr Auto zu kaufen. Willkommen natürlich. Haben Sie einen Preis im Sinn? Ja, ich möchte 3.925. Okay, jetzt geht's weiter. Mein Angebot an Sie beträgt 3.690. Ich stimme zu, ich kann das nicht annehmen. Mein Angebot wird nicht mehr angezeigt. Ich würde sagen, müssen Sie nicht das erstbeste Angebot annehmen, oder? Abfahrt. 3.925, vorschlagen. Achso, wir können das jetzt eintippen. Oh, machen wir mal 3.800, oder? Vorschlagen. Puh, Digga. Verhandlungsbosser, ihm glänzt. Also, Digga, die kommt aber wahrscheinlich auch nur alle 8 Tage in Bus. Wohin wollen wir denn? Zum Bahnhof, Heim, Basan? Oh, Nachtclub, Muchacho. Das wird ja eine... Aber legendär, dieses Let's Play. Ich sage euch das jetzt schon mal. Im Nachtclub ein paar Flaschen, pop the bottles. So, was machen wir am Hauptbahnhof? Ein bisschen Crack verkaufen? Schließen Sie den Kaufvorgang ab, indem Sie mit Zäunen interagieren. Klare Station. Sammeln Sie den Müll rund um den Bahnhof und werfen Sie ihn in den Mülleimer. Reinigen Sie Schmutz mit einem Mob. Mit Maus 0 können Sie Müll werfen. Ach, gehört jetzt alles mir? Digga, nice. Was ist Maustaste 0? Ist das der hier? Digga, das Game ist ja sowas von eine 10 von 10. Scheiße, Mann, ist das geil, ey. Oh, okay, jetzt müssen wir erstmal wieder richtig viel Müll wegballern. Okay, das soll jetzt hier unsere Tanke werden? Da stand doch gerade Bahnhof, Digga. Das ist doch kein Bahnhof. Und Skidda! Meter, ihm glänzt. So, Müllwagen ist unterwegs. Tutorial-Aufgaben. Warten Sie, bis der Müllwagen ankommt und interagieren Sie mit ihm, um den Mülleimer zu leeren. Da kommt der Kollege ja schon. Digga, das Game hier, ne? Nice, ey. Eiskalt im Jahr 2023. Das wird man im Jahr 25 wahrscheinlich noch spielen. So, einmal bitte Müll hier abholen. Dankeschön. Müll haben wir gelernt. Das ging aber schnell jetzt. So, Hammer ausrüsten. Haben wir doch wahrscheinlich hier hinten, oder? Da liegt er doch schon. Nehmen wir. Und jetzt können wir das Ding hier kaputt kloppen? Zu reparieren? Digga, was ist das denn für eine Bruchbude, ey? Scheiße, Mann, ey. Wie wohne ich denn hier? Okay, aber das Ding können wir jetzt auch schon klar machen. Ich muss sagen, das Spiel könnte mir gefallen. 250 haben wir auch noch easy. Was können wir hier machen? Halten Sie E gedrückt, um zu reparieren? Ja, machen wir auch mal. Aber das sieht doch top aus. WC mit Hammer reparieren. Oh, wir haben sogar ein WC, ey. Den Pümpel brauchen wir wahrscheinlich danach. Gucken wir erstmal, auch $200. Wie sieht das aus? Kann man hier auch reingehen? Digga, hier ist nicht mal ein Loch drin. Kaufen. Versandkosten 50. Digga, also die nehmen aber ganz schön viel, ey. Guten Tag, Herr Paketbote. Er kommt eiskalt aus dem Dschungel, ey. Digga, er sieht aber schon stylisch aus. Vielen Dank für die Blumen. So, platzieren Sie die Registrierkasse am Markt. Brudi, wo ist denn... Ach, das ist der Markt? Diese Kaschemme hier? Okay, machen wir mal. Jetzt müssen wir Kraftstoff bestellen. Voll, oder? Befehl? Heißt das Befehl? Ja, wer hat die Übersetzung gemacht?
Treibstoffauto ist unterwegs. Warten Sie, bis der Tankwagen ankommt und interagieren Sie damit. Okay, das machen wir gleich. Können wir schon ein bisschen andere Sachen nehmen? Nee, okay, noch nicht. Scheiße, ey, was ist das denn hier? Warum parkt der da hinten? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Brudi. Kannst du mal langsam irgendwie... Ah, der wird wahrscheinlich da hinten hinfahren. Okay, das kann ich natürlich verstehen. Nicht rauchen und was heißt das hier? Stark entflammbar oder sowas? Bestimmt, ne? So, einmal bitte hier rüber. Kraftstoff gefüllt, wahrscheinlich das Ding hier, ne? Warte auf Kunden. Hier drin oder was? Den hole ich mir irgendwelche Krankheiten. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Kann ich irgendwie so ein schönes Licht mal bestellen oder so? Ach komm, so ein Regal hole ich mir auch mal direkt. Ein Kühler hole ich mir auch mal direkt. Scheiß auf das Tutorial. Oh, eine Toilette wäre doch auch gar nicht so verkehrt. Klopapier sollte wahrscheinlich auch da sein, ja. Seifenspender, ach komm, 100, Abfahrt. Und jetzt sollte ich langsam nichts mehr bestellen, denn jetzt habe ich ein Problem. So, da ist der erste Hannes Popannes. Schönen guten Tag, ja, wir haben einmal hier Diesel. Ist das hier ein Dieselfahrzeug? Hola, Señorita. Ja, gerne, ja, mache ich. Mhm, ja. Und was machen Sie hier so? Auf der Seite, okay, hier. Ja, ordentlich auftanken, ne? Haben wir krasse Preise hier. Gute Preise, gute Besserung. Aber hier gibt es nichts umsonst, ne? Das sage ich schon mal. Aber interessante Schuhe. Ist das jetzt meine Rendite oder ist das, bis das Auto aufgeladen ist hier mit der Prozentanzeige? Höchstwahrscheinlich, ne? Der dauert aber ganz schön lange. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Was hier ein bisschen awkward, hier die ganze Zeit daneben zu stehen. Ich tue mal so, als würde ich hier arbeiten. Ja, so, mach mal, guck mal eben drauf. Ja, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen... Ja, schön, dass Sie hier sind und sonst, wie geht's Ihnen so? Okay, gut, dass wir miteinander gesprochen haben. So, und einmal bitte bezahlen, kaufen, bezahlen. Dass Sie das nicht selber machen. Digga, sie hat aber auch ein bisschen zu viel Testo genommen, oder? Rasierklingen unter den Armen, man kennt ihn. Digga, der Weg ist aber auch echt scheißweit bis hierhin, ne? Ja, $63. Okay. Dankeschön. Gibt's noch ein bisschen Trinkgeld? Wie nicht? So, bestellen Sie eine Zapfsäule. Oh, habe ich überhaupt noch genug Geld? Okay, Brock, erstmal wieder vielleicht ein bisschen Kunden. Hallo. Dann, ich kann machen weiter. Gut, ich glaube, ich habe das, das Tutorial jetzt gecrashed. Nee, ich habe Geld bekommen. Oh, zum Glück, ey. Das wäre sonst böse. Okay, ich brauche immer noch $6. Jetzt habe ich das Tutorial doch gecrashed, höchstwahrscheinlich. Die Leute sollen sich ja auch wohlfühlen hier. Können nicht einfach nur auf den Betonboden scheißen. Okay. Ja, da brauche ich noch was. Damit komme ich gerade nicht klar. Aber ja, wir brauchen jetzt noch irgendwie $6. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich ein Darlehen nehmen, ne? Sie müssen das Tutorial erst abschließen. Okay, dann muss ich jetzt bitte einmal den nächsten Kunden haben. Oder ich verkaufe wieder etwas. Kann ich das Klopapier wieder verkaufen? Das wäre doch wieder sehr schön, oder? Digga, es kann doch nur Pro-Bosser, Alter. Eiskalt das Tutorial verkacken. Freunde? Verkaufen? Irgendwas? Hallo? Ja, ich glaube, wir haben das Game soweit verstanden, ne? Dann können wir ja das Tutorial beenden und loslegen. Good time, Muchachos. Wir haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Jetzt wieder? Ach, Digga, lutsch meinen Arsch, ey. Lutsch meinen schmutzigen Arsch, ey. Wieder alles von vorne? Ich dachte, ich hätte das Tutorial beendet. Okay, Muchachos, dann würde ich sagen, verkaufen wir eben den Lachs. Jetzt geben wir aber auch 4.000, ja? Wir brauchen ein bisschen Cash. 4.000 wollen wir für das Auto haben. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir... Guck mal, der kommt diesmal ganz woanders her. Sehen wir uns gleich, wenn die Tankstelle schon ein bisschen steht. Machen wir mal 3.900. Machen wir mal 3.800. Ich werde nicht mehr verhandeln. Mein Preis beträgt 3.900. Ja. Digga. Hä, wieso habe ich jetzt 3.600 nur bekommen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Okay. Muchachos. Alles in Ordnung. Das haben wir weniger Geld gemacht als eben. Nice, Brudi. Wenn ihr dieses Game ohne Tutorial spielt, dann ist es genau gleich. Nur, dass ihr am Anfang nicht diese ganzen Boxen dort habt, was ihr als nächstes zu erledigen habt. Richtig geile Game. Aber dafür haben wir jetzt hier schon alle Sachen. Wir haben den Lufterfrischer, wir haben Toilettenpumpe, Schläger und so weiter und so fort. Und jetzt können wir doch anfangen zu shaven, Muchachos. Jetzt kann mein Business beginnen hier, mein Businessmodell. Was haben wir denn hier als nächstes? Guck mal, die Zapfsäule haben wir auch schon. Das heißt, wir haben gleich zwei dicke Tankdinger, die wir befüllen können. Wow, 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 wow. Und wir können zwischendurch auch schon mal ein paar Sachen upgraden. Zum Beispiel hierfür bräuchten wir 1200 zum Upgraden. Können wir uns natürlich nicht leisten. Hierfür 450. Da ist die Frage, ob man da jetzt eiskalt schon mal reingeht, ne? Würde ich sagen, okay, let's go. Können wir den eiskalt so irgendwie... Station geöffnet? Bahnhof geschlossen, jetzt geöffnet, ne? Würde ich sagen, machen wir einmal... Ja, upgraden wir mal. Ich hoffe, das lohnt sich. Oh, 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 oh. Digga, gleich vier Stück dran.
Okay, hier können jetzt wirklich sehr, sehr viele Leute tanken. Jetzt braucht man natürlich nach wie vor noch Leute, die ja einkaufen, ne? Eigentlich bisher immer noch nicht. Shit, Bro. Okay. Ja, aber was anderes können wir jetzt ja nicht machen, außer warten und hoffen, dass die Leute schnell reinkommen. Was wir hier haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich noch so eine Unterstellfläche für Mechaniker, kann ich mir gut vorstellen. Hier natürlich noch eine Waschanlage. Das kostet aber auch wieder richtig Padder. Was zahlen wir hierfür? 250 und hierfür 400. 300? Ne, wir müssen erstmal ein bisschen Cash machen. So ein bisschen zumindest. Ich glaube, wenn ich jetzt anrufe, dann werde ich noch mehr Geld los. Ich muss erstmal Geld einnehmen. Digga, wo sind denn hier die Leute, Mann? Wo sind... Oh, hallo? Möchten Sie einmal tanken, bitte? Hallo, kommen Sie her. Digga, der fährt aber richtig langsam. Sie haben es gleich geschafft. Drücken Sie zum Drücken F. Ist das die Polizei? Digga, das sieht ja richtig voll gekackt aus von hinten. Einmal ranfahren, bitte. Jawohl, dankeschön. Da komme ich doch schon. Hier, dankeschön, dass Sie sich für Pro Bosser Line entschieden haben. Achso. So, bitteschön. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin hier noch ganz neu und ich hoffe, Ihnen geht's gut. Das sind jetzt mein erster Kunde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie vielleicht bei Google Maps 5 Sterne dalassen würden. Ist das in Ordnung? Dann bekommen Sie vielleicht auch eine kleine Tankkarte. Das heißt, Sie dürfen demnächst ein bisschen günstiger tanken. Ist das in Ordnung für Sie? Dankeschön. So, gucken wir mal kurz rein. Darlehen können wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Minispiele kann ich ein bisschen zocken. Okay, das kann ich jetzt noch nicht machen, aber Case Drop machen wir auf jeden Fall noch. So. Kaufen, bezahlen. 90% haben wir. Oh, wir machen richtig fett Padder, ey. Oh, ja. Yeah. Ich hoffe, ich kann hier irgendwann Leute einstellen. So, einmal wieder zurück. Dankeschön, die das demnächst für mich machen. 1,3 haben wir jetzt hier schon. Oh, yeah, Baby. Den haben wir hier. Hallo? Müll? Wo kommt denn der Müll her? Okay, Müll schmeißen wir natürlich weg. Also, wir haben leider noch keinen Mülleimer. Den konnten wir uns noch nicht leisten. Aber der soll noch kommen. Der soll ganz klar noch kommen. So. Dankeschön. Kauf und bezahlen. Okay, sie ist nicht zufrieden. Können Sie mir... Ja. Können Sie mir bitte noch sagen, was ich besser machen kann? Anstatt sich einfach zu beschweren? Diese Troller, ey. Leider nicht getroffen. Kobe ist nicht stolz auf mich. Schon fertig? Ist das schon hier schon fertig oder was? Das ging ja hier rucki zucki. Ich kann auf jeden Fall auch noch Leute verprügeln. Das wird mir gefallen. Vielleicht, wenn Leute uns beklauen wollen. Digga, dann holen wir den Basie raus und jetzt bam, schön die Fräse. Voll in die Fräse rein. Ja, kommen Sie bitte rein. Kaufen, bezahlen hier. Oh. Okay. Sie ist auch nicht zufrieden. Was will die Troller denn von mir, ey? Oh, wir haben aber einen neuen Kunden. Oh, hallo. Schön, dass Sie sich für Pro Bosser tanken, entschieden haben. Kann ich vielleicht noch etwas hier stehen? Oh, das ist aber eine Schönheit. Heide Witzka. Okay, irgendwie fühle ich mich unwohl bei ihr. Sie ist einfach zu schön. So, wir haben jetzt 413 Dollar. Wir bekommen echt schneller Geld, als ich dachte. Und um das hier mal so ein bisschen flotter zu machen, könnte ich hier, glaube ich, mal so ein bisschen sauber machen hier, ne? Oh ja. Ja, auch mal ein bisschen sauber machen. Die Verschmutzung ist real hier. Da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Mhm. So, oh. Es wird langsam. Vielleicht fühlen sich dann auch alle besser. Alter, hier ist aber richtig viel Pisse. Sind hier noch irgendwelche Obdachlose oder irgendwelche Eichhörnchen, die hier hinkacken? Ja, haben wir gleich. Oh, sie will bezahlen. Ich muss sagen, bei hübschen Frauen fühle ich mich immer etwas unwohl. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich heiße Hallo Frau. Hallo. Okay. Okay, sie scheint auch nicht glücklich zu sein. 2 Sterne. Ich konnte keinen Ort finden, an dem ich mein Auto waschen konnte. Der Boden ist ziemlich schlecht. Okay, der Boden, den fixe ich ja gerade. Bin hier gerade einen Tag. Das dauert noch ein paar Sekunden und dann sieht sie auch besser aus. So langsam bekomme ich Cash rein. Ich könnte überlegen, ob ich sogar jetzt eine Toilette kaufe. Und das mache ich auch. Ich glaube, dann sind die Leute vielleicht auch ein bisschen nicer drauf. Das sieht zwar richtig schäbig noch aus, aber machen wir. Oh, ich hätte, glaube ich, noch mehr kaufen sollen, weil dann spare ich Versandkosten. Ah, Pro-Fucking-Bosser, ne? Betriebswirt, okay. Man kennt ihn. Ja, würde ich sagen, Muchachos, gehen wir mal rein in die Waschanlage. Oh, da habe ich irgendwie Bock drauf. Was kostet der Scheiß? 400 oder so? Komm, gehen wir rein, ey. Das ist die Waschanlage, dein Ernst? Was soll ich dafür nehmen? 3 Cent, Alter? Wieso fährt der nicht los? Ich habe den noch nicht gelöst. Tut mir leid. Hier auch noch nicht. Wird besser. Ich arbeite noch am Service. Klarer Punkt. Ich krieg dafür Punkte, wenn ich so flexe. Das ist ja geil. So, der kommt dahin. Die Frau ist auch am Abkassieren. Oh. 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 Oh.
kriege ich jetzt Butter? Boah, 88. Oh, geil, Alter. Maximale Mitarbeiterzahl erhöht. Wieso habe ich jetzt einen Stern? Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Mitarbeiter wo? Bewertung? Der Boden ist ziemlich scheiße, sehr schmutzig. Konnte keinen Ort finden, an dem ich mein Auto waschen konnte. Hat sich doch jetzt geregelt. Wer hat das geschrieben? Sophia, komm jetzt nochmal vorbei hier. Ich mach das. Habe ich irgendwie so ein Guckloch? Nein, Muchachos, nein. Wir fangen erst gar nicht mit dem Scheiß an. So, krieg ich jetzt ein bisschen Cash dafür? Das sieht ja noch richtig schäbig aus. Hat ja nicht. Okay. Doch, das war gut. Wie viel Geld habe ich jetzt dafür bekommen? Ich hoffe, einiges. Ich habe leider nicht drauf geachtet. Okay, fährt er jetzt in die Walachei rein? Brudi, ey. Ja, sie die dürfen allerdings auch spülen, oder? Und sie hätten auch die Tür zumachen können. Ich sage nur können. So eine schicke Lady und dann so eine Wurst, ey. Das ist aber schon heftig, ey. Oh. Digga, da wurde aber richtig einer reingesemmelt, ey. So, machen hier nochmal sauber. Jetzt sieht das doch wieder clean aus. Leckerschmecker, kann man sogar schon fast sagen. So, einen wunderschönen guten Hallo. Ich noch ein bisschen Trinkgeld. Okay, ich glaube, sie ist die Erste, die es nicht komplett beschissen fand. Die Erste. Ja, dann würde ich sagen, den Edward von Twilight werden wir dann gleich auch mal bedienen. Er sieht schon ein bisschen aus wie Edward von Twilight, oder? Wir schauen es ihn nochmal an. Ah, so ein ganz bisschen, oder? So ein bisschen fein, so ganz hell, richtig vampirmäßig. Wäre das Ding auch wieder voll geschissen? Oh, nee. Der hat da ganz normal reingekackt. Das freut mich. Vielleicht sollte ich mal Klopapier erwerben, okay. Käuflich. Ich glaube, die finden es gar nicht so kacke hier. Oh, okay. Yeah, baby. Das gab richtig geil Punkte. 411 schon wieder. Ey, ich muss sagen, ich feiere das Game irgendwie. Ich finde es nice. So, das ist alles durch. Weil man schnell an Para kommt. 411, ich könnte jetzt hier nochmal Klopaper ranholen oder ich hole mir jetzt einfach nochmal einen Kühlschrank, den ich mit irgendeiner Scheiße befülle. Aber so langsam läuft das doch hier. Und wenn ich den Lachs hier als nächstes repariere, was auch immer er ist, keine Ahnung. Den ersten Arbeitstag haben wir auf jeden Fall gleich geschafft. Dann komme ich doch schon ordentlich weiter. Was ist das hier? Was ist das? Unterstellparken? Unterstellparkplatz? Das ist echt ein passives Einkommen, was wir richtig geil ausnutzen können. So. Wir gucken mal kurz die Bewertung an. Es wird besser, ne? Digga, 4. Ich wünschte, es gäbe einen Ort, an dem ich mein Auto waschen könnte. Michael, willst du mich komplett verarschen? Den gibt's hier doch. Digga, am ersten Tag habe ich schon echt gut was geschafft, muss ich sagen. Oh, wie schaut's denn aus? Habe ich überhaupt noch genug, Oh, habe ich ja nicht. Dann würde ich sagen, noch einmal auffüllen hier, oder? Ach du. Heidiger, ey. Das muss ich auch im Auge behalten hier. Sonst habe ich eiskalt zu wenig Treibstoff hier. Kraftstofftank gefüllt. Okay. Gucken wir mal kurz, wie viel. 39%. Boah, geht schlimmer, geht schlechter, würde ich sagen. Habe ich irgendwie eine Taschenlampe? Das wäre nochmal ganz nice. Ist ja schon irgendwie arschdunkel hier. 100%. Oh, 100 Dollar, ey. Lecker Schmecker. Nachts kommen nicht viele Kunden. Ey, ich will, dass du noch bezahlst, ne? Also, das möchte ich aber auf jeden Fall noch. Nachts kommen nicht viele Kunden. Ja, das ist ja schön. Also, Digga, da muss ich auch denken. Was für eine Absteiger okay. Habe ich denn hier bitte getankt, ey? So, dann würde ich sagen, machen wir den Laden mal zu. Jetzt können wir, glaube ich, hier machen. Ja, Station geschlossen. Und Drogendealer. Hey, wie wäre es, etwas Geld zu verdienen? Ich bin nachts auf dem Markt. Komm und finde mich. So nachts ein bisschen Cash machen. Also wenn ich hier nochmal was sehen würde, wäre grandios. Warten, bis ihr Fahrzeug voll ist. Ach komm, ey. Du darfst nochmal tanken hier, aber wobei. Nee, dich lasse ich hier, ey. Der Laden. Also wir haben hier geschlossen, ja? Geschlossen heißt geschlossen. Also, Bazar? Wahrscheinlich meint er den Bazar, oder? Der Drogendealer? Digga, was ist das für ein Bazar, Alter? Wie scheiße sieht's denn hier aus? Ola? Mhm. Ich würde sagen, ich trinke mal einen Kaffee hier, ne? Schwarzer Kaffee, Junge. Kann ich den trinken? Lecker. Aber ich sehe leider auch gar nichts. Brudi, drücken Sie E, um Arzneimittel zu kaufen. Ist das... Okay, Muchachos. Ich habe gerade bei diesem zwielichtigen Typen, den kann man noch gar nicht so richtig in die Augen schauen, habe ich gerade Drogen gekauft. Und ich glaube, die Drogen kann ich dann eiskalt an meine Kunden weiterverkaufen. So, wir gehen jetzt aber erstmal ins Heim. Und wir haben ja schon 21 Uhr, Muchachos. Da ist auf jeden Fall Schlafenzeit. Ich muss sagen, auch wenn das Game richtig billo ist, hat es mich irgendwie angecashed. Das hat man wahrscheinlich relativ schnell durch, aber wenn ihr davon mehr Teile sehen wollt, ja? So ein, zwei Teile noch, bis ich hier Master Chief bin.
dann brezelt das gerne mal in die Kommentare. Träger, wie dunkel ist das hier? Dann weiß er Bescheid. Oder ob das hier ein einmaliges Abenteuer war. Habe ich auch sowas wie ein Bett? Hallo? Also schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Und ich suche jetzt hier eben mal mein Bett, um abzuspeichern. Oh. Das machen wir vielleicht das nächste Mal. So, Muchachos, einen wunderschönen Hakuna, mein Reis. Geil, dass ihr wieder dabei wart. Und noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, reingehauen.